Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 3. Ich habe das letzte Mal totalen Gefallen daran gefunden, hier diese Befreiungsmission mal zu machen. Und ich würde sagen, da machen wir auch erstmal weiter und schauen mal, ob wir den ganzen Bezirk hier erstmal wieder in Assassinenhand bekommen können. Und wir versuchen einfach, so gut es geht. Den Templern aus dem Weg zu gehen. Was nicht ganz so gut möglich ist, weil hier sehr viele sind. Da hinten ist auch noch ein Fort. Ich weiß noch nicht, inwiefern das Fort wichtig ist. Ah, hier ist wieder ein kranker Hund. Herzlichen Dank, Mister. Diese Hunde waren krank, glaube ich. Das war sehr nett von euch. Ja, total. Ich muss den armen Hundi hier töten. Eigentlich gar nicht so toll, ne? Aber was gemacht werden muss, muss wohl gemacht werden. Alter, voll die Motherfucker-Aktion! Einfach alle vier direkt weggeowned. Cool. So muss das sein, dann gehen diese Missionen auch schnell. Und vielleicht können wir uns ja dann ein bisschen ungestörter... Hier, ach, da hinten kommen welche. Toll, ich hätte vielleicht weggehen sollen. So. Bam, 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 würde ich ja mal sagen. Das trifft es hier ganz gut. Wir können einfach mal plündern, weil das ein bisschen Geld, nicht viel, ich weiß, aber man kann ja mal Glück haben. Und das Geld können wir gut gebrauchen. Können wir letzten Endes ja auch dafür verwenden, um unser Schiff abzugraden. Und dann können wir noch mehr maritime Missionen machen. Je nachdem, wie gut euch das gefallen hat. Das könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, dass ich da Bescheid weiß. Ob ihr mehr von denen sehen wollt. Wenn ja, dann kann ich euch die natürlich zeigen. Das ist gar kein Problem. Auch wenn ich natürlich nicht die Beste bin, was diese maritimen Missionen angeht. Aber hey, das, darum geht es ja nicht. Dann brauchen wir halt ein bisschen länger für den ganzen Kram. Aber wir schaffen es ja trotzdem alles. Von daher sollte das ja kein Problem sein. So, wo dürfen wir den jetzt wieder... Ach, die beiden sind abgehauen, oder was? Weiß auch niemand, wo die hin sind. Auf jeden Fall kommt der jetzt hier hin. So, drei kranke Zivilisten, dann müssen wir den Scheiß schon mal nicht mehr machen. Können wir mit dem nochmal reden? Weiter, dann werden wir uns unterhalten. Entschuldigung, aber... Okay. Weiter so. Ja, okay. Dann können wir mal schauen hier. 60% haben wir schon, voll gut. Das heißt, die letzten Missionen hier fehlen nur noch. Dann machen wir jetzt erstmal die hier. Ich weiß gar nicht, in welchem Schema ich die jetzt am besten mache. Aber egal. Einfach kreuz und quer. Wir haben ja den ganzen Part Zeit, ne? Okay, hier müssen wir einige erledigen. Wir können aber ja unsere Assassinen zur Hilfe rufen. Okay, die sind beschäftigt. Was müssen wir verbrennen? Irgendwas müssen wir verbrennen. Die Infizierten, bla bla bla. Bam! Voll gut. Haben wir den Steckbrief, dann brauchen wir gar nicht zu dem Typ gehen. Da haben wir jetzt hier diesen Kram verbrannt und gehen direkt hier hoch. Da sind wir jetzt erstmal wieder nicht gesucht. Das ist schon mal ganz angenehm. Was ist hier mit dem vor? Keine Ahnung. Da ist den Haupt... Ach du Scheiße, wir sind schon aus Versehen hier reingelaufen in das Gebiet. Upsala. Okay, ja. Ich möchte nicht unbedingt in das Fort rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest noch nicht. Da müssen wir noch mal schauen. Näher ins Feuer. Ja, lass mich doch mal mit diesem Kack vor.
in Ruhe. Fort Washington. Haben die anderen Fort Washington? Es steht nur da, wenn man da hingeht. Was müssen wir denn jetzt überhaupt tun? Es gibt gar keine Mission oder was? Toll. Ach, hier ist wieder ein kranker Hund. Nicht? Hier liegt ein Schaf. Was ist denn hier die Mission? Hä? Hier gibt's einfach gar nichts. Da ist nichts. Verstehe ich nicht. Gehen wir erstmal zum nächsten. Vielleicht ist es danach wieder hier. Keine Ahnung. Weiß man ja nicht. Was jetzt hier die Aufgabe ist. Auf jeden Fall wurde ja nichts angezeigt. So, da drüben müssen wir hin für das nächste. Hier sind überall nur Baracken. Toll. Kletter halt einmal ganz hoch, bitte. Infizierte Decken sind das. Diese Decken gehören alle mir. Ja, das ist schön, dass die alle dir gehören. Ich verbrenne die halt trotzdem. Sorry. Hey, was verbrennst du meine Decken? All deine Decken sind mit Pocken infiziert. Cool. Können wir da nochmal hingehen? Mal schauen, wir gehen vielleicht gleich nochmal. Du solltest sofort einen Arzt aufsuchen. Na wunderbar. So. Ich gehe nochmal hier gerade so ein bisschen quer, dass wir nochmal dahin kommen, wo die andere Mission war. Um zu schauen, ob die vielleicht jetzt funktioniert. Gehe ich hier richtig? Ich gehe tatsächlich richtig. Vielleicht haben wir hier jetzt ja irgendwas, was wir machen können, um das abzuschließen. Verstehe nicht, was man hier tun soll. Hier ist auch gar nichts. Null, nada. Ist vielleicht verbuggt. Muss man das Spiel mal neu starten, dann geht's vielleicht wieder. Keine Ahnung. Ach verdammt, ohne die Mission kriegen wir ja nicht die 100%. Kontrolle. Naja, wir schauen erstmal nach dem hier hinten. Nein, sind bestimmt wieder infizierte Decken oder sowas. Wie sie direkt alle angerannt kommen. Die sind halt alle kein Problem für uns. Gut, dass bei den Decken aber auch immer gleich so eine Öllampe steht. Mit dem Kontaktmann des Bezirks sprechen? Vielleicht ist es auch einfach nur verbuggt, dass hier noch was angezeigt wird. Kann natürlich sein. War der nicht irgendwo hier? Mit dem Kontaktmann des Bezirks sprechen. Ach so, okay. Verstehe das. Das heißt, wir haben jetzt 90%. Oder vielleicht ist da oben erst jetzt eine Mission. War der Typ nicht hier? Achso, hier ist keiner mehr. Alles klar, vielleicht ist jetzt erst... Moment. Vielleicht auch da oben. Wir gehen mal erst hier hin. Und dann gucken wir bei dem anderen. Moment mal. Das dauert ja sonst wieder ewig. Was machst du denn? Verrücktes Pferdchen. Ich wollte schon fast Plätze nennen.
So, so sind wir doch noch um einiges schneller. Sonst dauert das wieder 5 Jahre. Bla bla bla. Aus Versehen hier reingeritten. Macht nichts. Gehen einfach weiter. Einfach weiter. Ist nichts passiert. So, ist hier jetzt irgendwas? Nein. Hier ist einfach gar nichts. Okay. Dann gehen wir da hoch und schauen, was es da gibt. Und ansonsten weiß ich auch nicht weiter. Mir ist der Sound komisch. Ah, hier ist wieder ein Attentat. Boah, 2000 haben wir für den bekommen. Pferd, bleib hier. Bleibst du hier? Der ist einfach weg. Haben wir tatsächlich alle Auftragsattentate... Oh, die Auftragsattentate haben wir offenbar alle gemacht. Keine Ahnung, wo wir hier gerade hinreiten. Auf jeden Fall... einer Familie vor der Zwangsräumung bewahren. Moment mal. Ist das noch der gleiche Bezirk? Nope. Das ist ein ganz anderer Bezirk. Eigentlich können wir das aber auch mal machen. Guten Tag! Nimm die Kinder und versteck dich. So. Eine blutige Angelegenheit. Trotzdem bin ich euch dankbar. So. Der erste Schritt ist getan, um hier Ordnung einkehren zu lassen. Wir nehmen alles, was ihr uns gebt. Die beiden jagen und verprügeln uns immer. Könntet ihr sie fortlocken? Dann nehmen wir uns einfach was, damit wir mal eine Nacht satt sind. Ein Händler verprügeln um den Hunger. Wir werden beobachtet. Ja, verprügeln ist, ja, es ist komisch. Egal. Ist mir jetzt auch egal. Hallöchen, wer bist denn du? Kann ich mit euch reden? Ich bin Dobby Carter. Konnte nicht umhin zu sehen, dass ihr euch in die Vorgänge hier einmischt. Ich dachte, vielleicht könnten wir uns ja gegenseitig helfen. Was geht denn hier vor? Seit der Krieg begonnen hat, verlangen die Händler hier Wucherpreise für die gute Sache. Die reine Profitgier ist das. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass sie eine Abreibung bekommen. Wie kann ich helfen? So einfach? Das überrascht mich. Stellt das in der Nähe auf, wenn ihr könnt. Das ist Teil eines größeren Plans von mir. Kommt zurück, wenn ihr fertig seid. Toll. Wegen der Alten sind wir jetzt hierher geritten und das bringt uns einfach gar nichts. Dann gehen wir nochmal zu dem Aussichtspunkt. Den können wir uns ja immerhin noch gönnen. Wenn wir jetzt schon hier sind, im Obertemplergebiet. Warte mal. Wenn wir jetzt hier sehen... Aha, wir haben hier schon 20% Kontrolle erlangt. Hier haben wir 90 und da auch nur 20. Sehr cool auf jeden Fall. Hier fehlen nur noch die eine Mission für die 100% scheinbar. Und ich weiß nicht mehr, wo unser Kontakt ist gerade. Keine Ahnung. Ich gehe mal aus. Ja, Dobby Carter. Das ist unser Kontakt. Das ist also die, mit der wir gerade gesprochen haben. Oh, da ist was. Ist das wieder ein Klunker für Hinkebein? Geil. Ich sehe einfach nur irgendwas glitzern. Geil, dann können wir uns wieder ein Stück holen für Captain Kids Schatzung, Lederdingsbums da. Geil. Huch, was war das denn? Habe ich gerade die Maus etwas komisch rumgerissen. So, runter da. Und hoch. Sind da Leute auf dem Dach? Müssen wir gleich mal schauen. Nicht, dass hier gleich wer ist. Oh, das sind tatsächlich welche. Ach, vielleicht können wir hier einfach hoch.
Nein, Mama! Nicht darunter! Bitte, Connor. Und so. Und auf einmal beginnt wieder die extrem laute Musik. So, dann hätten wir das hier auch. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt erst so weit, dass das Spiel wirklich losgehen kann und wir wirklich auch was machen können. Kommt mir vielleicht auch nur so vor, keine Ahnung. Was geht denn hier ab? Bitte, bitte. Könnt ihr mir helfen? Klar, was willst du denn? Dem Herrn sei Dank. Ich habe meine Ernte eingebracht, als diese Hummerbockel mich angriffen. Ich will nur meine Waren hier im Viertel verkaufen. Oh, bitte, sie riefen Verstärkung, als ich mich wehrte. Ich muss die Ernte beenden und ich kann sie nicht allein zurückschlagen. Okay. Dann ernte du mal schön. Oh, vielleicht sollte ich meine Waffe auswählen. Hihi. Kommen da noch mehr? Ach, voll krass. Wie viele da kommen? Boah. Könntest du mal ein bisschen schneller ernten? Da oben ist was. Da hängt wieder etwas am Baum. LOL! LOL! Voll weggeflogen, der Typ. Sag mal, kannst du den mal in Ruhe lassen? Der will ihn einfach nur ernten. Die Ernte wird sich schnell verkaufen. Na super. Diese Männer haben alles konfisziert und treiben die Preise hoch. Bla bla bla. Danke. Jetzt will ich gerade noch schauen, was da oben am Baum geglitzert hat. Aber ich glaube, das war irgendwie ein Steckbrief, oder? Nee, es glitzert immer noch. Was ist das denn? Achso. Ist tatsächlich ein Steckbrief gewesen. Egal, jetzt hängt er da nicht mehr. Können wir mal schauen. Wo kann man hier noch swingen? Das finde ich sehr cool. Ich denke mal, das hier machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Dafür werde ich das Spiel aber einmal neu starten müssen, damit das hier sich quasi einmal resettet und dann wieder richtig funktioniert. Und ist noch was? Eigentlich, mir macht das gerade so Spaß, die alle zu machen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, am besten, ob ihr das gerne sehen wollt, wie ich alle von diesen Befreiungsmissionen mache, oder ob ich mich da irgendwann einmal offscreen hinsetze, das einmal mache, weil das ja schon ziemlich lange dauert. So Leute, da bin ich nochmal. Irgendwie weiß ich auch nicht wieso, aber gerade meinte die Aufnahme, nö, ich nehme einfach mal mittendrin nicht mehr weiter auf. Ganz komisch, keine Ahnung, woran das jetzt lag. Wahrscheinlich einfach ein bisschen überfordert der PC, weil ich heute so viel aufgenommen habe. Naja, auf jeden Fall melde ich mich jetzt gerade aus dem Hauptmenü, weil ich jetzt nicht alles nochmal komplett neu starten wollte, weil ich das Spiel schon beendet hatte und alles schon geschlossen hatte. Und dann habe ich beim Ansehen der Aufnahme gerade gemerkt, oh, er hat irgendwie nach 18,5 Minuten gesagt, nee, heute nicht mehr. Auf jeden Fall ist gar nicht mehr viel passiert, wir haben halt noch diese Befreiungsmission gemacht und rumgeschaut und ja, wie gesagt, ich habe dann auch den Part relativ zeitnah schon beendet, also ist gar nicht so viel passiert mehr und ja, wie gesagt, eigentlich nur noch diese Familie befreit. Wie kommt das hier gerade so übel laut vor? Ich weiß nicht, ob ich hier gerade rumschreie. Ich hoffe einfach, man kann mich verstehen und ja, wie gesagt, ich beende hier jetzt den Part. Im nächsten Part geht es dann weiter mit ein paar Befreiungsmissionen und ich weiß auch gar nicht, was wir für die Hauptmission, wo wir da hin müssen. Deswegen können wir auch erstmal hier so ein Gebiet befreien. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann mal schauen, was dann passiert. Also, ich verabschiede mich erstmal von euch. Ciao, Leute!